Also herzlich willkommen zur Performance, herzlich willkommen beim ersten Rückrundenspiel. Wie du gerade in der Tabelle gesehen hast, in Gundelfing ist grün, München Übertzhofen rot, Mochy wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Er war auch ja, in der Woche davor ein bisschen erkältet, ein bisschen krank, hat glaube ich mal einmal die Woche mittrainiert. Und er steht momentan 0-0, zweite Halbzeit. Sagen, legen wir los mit dem Spiel. Ich hatte wieder eine Frage beantwortet und am Anfang will ich noch kurz darüber reden, wieso wir das überhaupt machen, wieso die Spiele von Mochy aufgenommen werden und wieso wir die dann analysieren. Also das liegt natürlich auf der Hand. Es geht im Kanal darum, wie man besser Fußball wird und indem du eben die Spiele anschaust, da presst Mochy mit der Nummer 14 hat Stürmer gespielt, glaube ich. Genau, wenn du eben die Spiele anschaust, dich selber hinterher anschaust, gar nicht ohne es zu analysieren, einfach nur weil du die Spiele hinterher anschaust, dann wirst du schon besser, weil dann kannst du die Situation nochmal im Kopf durchgehen, du hast sie noch frisch im Kopf nach dem Spiel und weißt, wie du dich wie verhalten hast und du kennst wahrscheinlich auch selber nach dem Spiel, da gehst du dann noch Situationen im Kopf durch und vielleicht sich was du anders machen hättest können, was du besser machen könntest oder Aktionen, die richtig geil gewesen sind, die stellt man sich auch noch ein paar Mal vor. Ja, weil es einfach Spaß macht und wenn man jetzt hier nochmal so sieht, wie man spielt, ja, dann kann man einfach Fehler erkennen und sich von außen spielen zu sehen, ist auch sehr, sehr gut, um sich selbst einschätzen zu können, wie gut man ist. Der ist leider vorbeigegangen. Wie gut man ist und im Vergleich zu anderen und du siehst eben die Abstände nochmal ganz genau oder was hinter deinem Rücken war und einfach wie sich die Spieler verhalten haben, lernt deinen Mitspieler auch noch besser kennen. Das zum einen, dann auf der anderen Seite, jetzt kommen wir zur Spielanalyse, ich gehe jetzt natürlich noch mit und schiebe dann immer durch und dann besprechen wir, was er besser machen hätte können in einzelnen Situationen, wo er vielleicht noch mehr Gas geben muss, Laufwege, die ganzen Geschichten, also natürlich auch sehr, sehr wichtig. Der Platz, muss man sagen, war eine ziemliche Katastrophe und der Ball wurde echt enorm geschlagen. Kann man nichts machen. Da wieder ein Ball, der Mochy sich zu weit vorne legt. Ja, wirklich jeder Ball irgendwie nach oben weg. Jo. So, dann kommen wir zur ersten Frage von Leon. Glaube ich, einer meiner 30 Abonnenten. Kann man Positionsspiel trainieren, auch außerhalb des Spiels, Trainings? Ja, zum Beispiel hier so eine Spielanalyse trainierst natürlich auch, wenn du einfach mal ein Spiel aufnimmst, zum Beispiel von einem Kumpel, Freund, und dann, das Spiel geht halt alles immer ganz, ganz schnell, wenn man auf hohem Niveau und dann, wenn man hinterher dann nochmal sieht, wie die Situation war und sich daran erinnert, wie das im Spiel ausgesehen hat und dann kann man auch nochmal schauen, was man besser gemacht hat. Das war die eine Sache. Dann die andere Sache ist natürlich, natürlich wird es im Training, im Taktiktraining am besten trainiert und auch an der Taktiktafel vor allem. Alleine kannst du da eher weniger machen. Du kannst ja nur Position. Ja, da hat Mochy das 1-0 geschossen. Das Positionsspiel kannst du alleine eher weniger trainieren. Du kannst halt an die Taktiktafel gehen und da eben ja, die Basics lernen auf jeden Fall. In Gruppentaktiken, Individualtaktiken, halt auf deine Position bezogen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt es eh mehr darauf an, ja, auf die Mannschaftstaktik, wie du dich verhältst. Der Trainer gibt es vor. Und was du auch noch machen kannst, was auch noch auf dem Kanal sicher kommen wird, da immer spekulieren, ob du noch hinkommen kannst. Jeder, der macht es. Was du machen kannst, ist die verschiedenen Aufstellungen zu kennen, mit den Stärken und Schwächen aufzuhalten. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig. Ja, und da hat Mochy noch ganz eine Chance gehabt. Schade, die hätte noch machen müssen, einfach ruhiger bleiben. Genau, das Schiri ist, glaube ich, auch abgetroffen. Also 1-1 ist ausgegangen. Ich blende dann hier nochmal gleich die Tabelle ein. Ja, so das nach dem Spiel aus dann. Ist alles sehr, sehr eng, muss man wirklich sagen. Können viele Mannschaften es noch ganz nach oben packen.
Auf jeden Fall nicht verloren, das ist immer wichtig. Man überzogen ist halt sehr, sehr abwehrstark, aber in der Offensive machen sie ihre Chancen. Die kriegen schon immer ein paar Chancen, spielen sich nicht so viel aus, aber ein paar kriegen sie immer. Tun sich dann auch schwer, die Chancen zu machen. Genau, das war wie gesagt das erste Spiel. Schreib mal drunter, wie du es fandest und für die nächste Spielanalyse auf jeden Fall Fragen stellen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut.